Beide S-Bahnen haben aufgehört zu stoppen und irgendein Alarmknopf wurde gedrückt. Da waren so viele Menschen und niemand hat was gemacht, bis ich dann zu dem Punkt kam, ich kann nicht mehr, Digga, bei mir ist geplatzt. Den zwei Bomben gegeben und ich habe nur noch gesehen, wie er dann geguckt hat und alles geblutet hat. Seine komplette Nase war krumm, er hat hier unten rausgeblutet. Yo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video, Freunde. Heute heißt es mal wieder ein neues Format, und zwar gibt es heute ein Real Talk. Das soll jetzt ungefähr eine neue Serie von mir werden, Leute, und ich bin gespannt, ob euch das gefällt. Aber ich würde sagen, starten wir erstmal rein, denn heute gibt es eine Real-Life-Story, die mich ehrlich ein bisschen bedrückt hat und die ich schon fast wieder vergessen habe, denn sie ist mittlerweile, ja, schon fast über 1,5 Jahre her. Dort hat sich das Ganze ereignet und ich würde sagen, was da passiert ist, was auch heute passiert ist, warum ich dazu komme, dieses Video aufzunehmen, würde ich sagen, sehen wir gleich. Aber Leute, bevor wir diese Story überhaupt anfangen zu erzählen, muss ich erstmal sagen, ja, ich glaube, ihr kennt mich, ihr wisst, ich bin ein sehr sensibler Typ, ich bin ein sehr lieber und netter Typ und ich versuche insofern, Gewalt immer aus dem Weg zu gehen, so gut es geht. Und ich bin nie jemand, der einfach zuschlägt oder irgendjemand Gewalt androht oder gewalttätig wird. Ja, das will ich vorab sagen. Aber was an diesem Tag, genau vor 1,5 Jahren, an einem Geburtstag passiert ist, das würde ich euch gerne erzählen. Und deswegen starten wir rein in die Story. Ich fange ganz von vorne an, deswegen let's go. Ja, Leute, ich glaube sogar, es ist nicht die schlauste Idee, das jetzt einfach so raus zu erzählen, weil ich glaube, es ist noch nicht verjährt und hin und her. Ich weiß nicht, inwiefern man da noch etwas nachverfolgen kann, aber ich kann insofern sagen, die Geschichte, die ich jetzt erzähle, ist natürlich komplett frei erfunden. Ne? Also die ist fiktiv, da... ja, ich glaube, ihr wisst Bescheid, Leute. Wir fangen auf jeden Fall von ganz vorne an. Und zwar war das an einem Geburtstag von meinem Freund. Ich bin erst nach Berlin gekommen, habe ja ewig nach Freunden gesucht, habe dann irgendwann welche gefunden. Und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war ich 3 Monate in Berlin. Das heißt, ich kannte mich wirklich noch nicht so gut aus. Ich hatte meine ersten Freunde gefunden. Und auf einem Geburtstag von diesem Freund waren wir. Also man kann insofern sagen, wir waren 4 Personen. Mit mir zusammen waren wir 4 Personen. Einmal den kräftig gebauten Kameramann. Dann war dabei, ich nenne ihn Longneck. Die meisten von euch müssten wissen, wen wir da meinen. Und wir haben einen dabei, der auch in dem Fashion Game ein bisschen drin ist. Ja, ein Deutscher mit Tattoos, sagen wir es so. Und zwar, wir haben uns alle in der Bude von dem mit den Tattoos versammelt und haben dort ein bisschen vorgeglüht. Wir wollten noch ein bisschen was Spaß haben. Dann war es aber so, ich bin ein bisschen später erst gekommen. Das heißt, die Jungs waren schon alle da gewesen und ich habe dort 2 Personen vorgefunden, die schon ganz schön alkoholisiert waren. Also der Kameramann und der mit den Tattoos, um den es heute eigentlich am meisten geht. Die waren schon ordentlich betrunken und ich bin dort angekommen und die wollten mich immer anstecheln, dass ich, ja, die versucht haben, mir auch ein bisschen Alkohol unterzujubeln, dies, das. Die Sache war dann die, wir sind ziemlich schnell auf einen guten Pegel gekommen. Ich habe, wie gesagt, immer mal ein bisschen getrunken, aber ich war komplett neutral. Ich habe vielleicht, ja, eine Mische getrunken. Also ich war ein bisschen angeschwipst, würde ich sagen, aber mehr war es dann auch nicht. Und die beiden anderen Jungs waren schon ordentlich betrunken. Der Kameramann war schon fast unzurechnungsfähig, würde ich da schon fast sagen. Auf jeden Fall kam es dann dazu, dass wir das Haus verlassen haben. Sind dann vor die Tür gekommen, wo so ein kleiner Garten war, mit ungefähr so einem kniehohen Zaun, wo ich dann absolut den Kameramann reingestummt habe. Ich habe dann den Kameramann einfach reingestummt, fragt mich nicht wieso. Er ist auf jeden Fall da reingefallen in diesen Busch rein, was eine absolute Hecke war, und war irgendwie kopfüber in dieser Hecke drinne, hat auf einmal angefangen zu brechen. Frag mich nicht warum, ich glaube, die Erschütterung an seinem Kopf hat die nicht so gut getan. Dann haben wir uns noch ziemlich lange vor dem Haus aufgehalten, denn der Kameramann war over. Ich sage euch ehrlich, der war Knockout. Der war schon zu dem Moment, war er schon komplett Knockout. Und wir haben schon überlegt, ob wir das Ganze abbrechen, ob wir nach Hause gehen, dies, das. Aber er hat immer darauf bestanden. Ja, nein, wir gehen noch weiter, Jungs, lasst weitermachen, weil es war sein Geburtstag. Wir haben ungefähr 1/2 Stunde gebraucht, bis wir bei der S-Bahn waren. Und dann sind wir von dem Zuhause losgefahren Richtung, naja, ich sag mal, einer ziemlich großen Station in Berlin, wo man viele Tiere antreffen kann. Das ist eine ziemlich große Station in Berlin im Westen. Zu dem Zeitpunkt, wo wir in die S-Bahn runter wollten, haben wir den Kameramann gefragt, Jungs, wollen wir nach Hause gehen, wollen wir es lassen? Und der Kameramann hat komplett besoffen darauf bestanden, nein, Jungs, wir gehen noch raus, heute ist mein Geburtstag, wir gehen noch mal in die Bahn rein. Was sich dann später herausgestellt hat, absolut, ja, das Falsche war. Dann ging es da rein, wir sind in die Bahn gestiegen, Longneck und der Kameramann saßen gegenüber und ich saß hier mit dem Tätowierten auch in der Bahn. Dann gab es ungefähr 5 Minuten, wo alles entspannt war und auf einmal fängt der Tätowierte neben mir an, ein bisschen rumzupöbeln, rumzuschreien. Hey, yo, wey! Ihr kennt es ja, wenn ihr ein bisschen alkoholisiert seid, dann seid ihr natürlich immer ein bisschen übermotiviert, ihr seid mutig, ihr seid stärker, ihr geht ein bisschen an eure Grenzen. Aber das war dann in dem Moment echt ein Fehler. Dann war es aber so, dass gegenüber, dahinter in dem Abteil, saßen dann 2 nicht deutschsprachige Männer, die schon ungefähr im Alter von ja, 28 bis 30 plus gewesen sind. Die haben sich anscheinend provoziert gefühlt von dem Kollegen neben mir. Wir haben ihn immer aufgefordert, ey, hör auf zu schreien, Digga, hier gibt's gleich Beef, so dies, das. Aber er hat einfach nicht aufgehört, er hat weitergemacht, er hat geschrien, bis dann ein Kollege rübergekommen ist und hat sich neben mich gesetzt.
und hat mit dem Kollegen geredet. Und während er zu uns gelaufen ist, hat der Kollege schon zu mir gesagt, yo, Digga, ich box mich jetzt. Digga, ich mach den so platt. Und ich hab mir nur gedacht, hey, was will der von mir? Oder hör mal auf mit der Scheiße. Ich hab nur so gesagt, hör mal auf mit der Scheiße. Weil, Jungs, es war ein Geburtstag. Der Kollege da drüben ist schon voll am Abkacken gewesen. Ich glaube, der hat sich schon halb auf die Bank gelegt. Longneck hatte gar keinen Bock da drauf. Und der Kollege links war absolut übermotiviert mit den Tattoos. Ja, als er dann rübergekommen ist und sich neben mich gesetzt hat, habe ich dann nur irgendwas mit deiner Mutter, irgendwas mit Mutter gehört. Und ich glaube, bei Ausländern ist es immer schwierig, wenn du die Mutter erwähnst. Und dann ging es auch schon direkt los. Ich sage euch ehrlich, es hat keine 2 Sekunden gedauert, dann waren die ineinander gekaddelt. Ich habe nur nach links geguckt, ich habe noch meine Broschüre gehabt. Ich hatte so eine Zeitung, keine Ahnung, warum ich die in der Hand hatte. Und habe gesehen, wie die hier auf einmal anfangen, sich zu catchen. Ich habe es am Anfang gar nicht erst gecheckt. Die haben sich erstmal so wie umarmt, so komisch so. Also ganz, ganz merkwürdig. Und dann hat sich das alles ein bisschen großflächiger geworden. Die Jungs sind langsam aufgestanden und die haben sich angefangen zu boxen. Aber das waren immer so, die waren immer aneinander geklammert und haben sich überall irgendwie festgeklammert. Also man konnte nie richtig wissen, was da los ist. Dann war es erstmal so, dass dann das absolut besoffene Geburtstagskind, was eigentlich ein Bulle ist, der hätte das easy auseinanderhalten können, sage ich euch ehrlich. Er ist schon ein strammer Typ, ist dann hingegangen und in dem Moment hat der Ausländer, sein Kollege hat ihm übrigens nicht geholfen, der Ausländer ist dann an die Stange gegangen, in der Bahn befinden sich immer oben so Stangen und hat dann einen Kung-Fu-Tritt in den Magen vom Kameramann. Einfach ohne Vorwarnung, der wollte einfach nur, ey, halt auf! Und bumm, hat er einen reinbekommen. Ich muss schon sagen, im Nachhinein war das eigentlich übelst lustig. Dann ging es aber weiter, der war Knockout, hat sich dann da hingelegt. Longneck hat das alles betrachtet und dann habe ich mich halt verpflichtet gesehen, da auch einzugreifen. Und jetzt kommt es dazu, was ich gemacht habe. Der Kollege war hier auf der Bank und hier war eine Stange. Also ich konnte den Kollegen links an der Stange halten und habe den anderen rechts auch weggehalten. Das hat auch gut hinbekommen. Die haben mir über, drunter versucht, irgendwie sich die ganze Zeit zu schlagen, was absolut nicht funktioniert hat. Ich habe eigentlich nur die auseinandergehalten und gesagt, Jungs, holt den mal, zieht den mal weg jetzt. Hör einfach auf. So, ich guck den an, ich sage, hör doch auf, was willst du denn? Wir sind 4 gegen 1, so hör einfach auf mit dieser Scheiße. Der hat nicht aufgehört. Der hat die ganze Zeit nicht aufgehört und hat die ganze Zeit versucht weiterzumachen. Hat mich dann einmal erwischt und einmal hat mich auch der Tätowierte, der anscheinend so übermotiviert und in seinem Film war, hat mich auch einmal mit dem Ellenbogen erwischt. Also von beiden habe ich erstmal eine bekommen, obwohl ich das nur schlichten wollte. Dann kam alter Mann, ich würde sagen so 50 Jahre alt, kam dann dazu. Ich habe auseinandergehalten, ich sag zu jedem in der Bahn, zieht den doch einfach mal weg, weil es komplett peinlich war. Ich kann mit 2 Jahren habe ich die beiden auseinandergehalten, aber die ganze Bahn schafft es nicht, irgendwie mal den einen Typ wegzuziehen. Dann kommt ein alter Mann mit 50, ist komplett hysterisch, Digga, versucht den Ausländer, sage ich jetzt mal, wegzuziehen. Bekommt es absolut nicht hin. All diese Leute, die nicht mal hinkommen, die einfach wegziehen, Digga, es war wirklich nicht schwer, die Situation zu klären. Irgendwann war es dann so, dass dieser alte Mann ist dann ausgestiegen, der hat es irgendwie nicht hinbekommen, dann waren wir da noch alleine drin und dann ging es richtig los. Dann hat der Ausländer komplett um sich gehauen. Er ist wie verrückt gewesen. Er war richtig in seinem Jackie Chan Film. Wie gesagt, er hat sich da hoch und wollte kicken und hat es rumgerannt und hat Sachen gemacht, hat jeden irgendwie versucht anzupöbeln, bis er dann versucht hat, mich anzupöbeln. Und einmal, als ich die wieder auseinandergetan habe, hat er an meinen Haaren gezogen. Ich hatte damals noch längere Haare. Zu dem Zeitpunkt hatte der Ausländer schon so ein kleines Pfeilchen. Ich glaube, er hat eine abbekommen von dem Tätowierten. Und der Tätowierte hatte am Ohr irgendwie einen Riss, so einen kleinen Riss hier unten drin. Und in dem Moment, wo er mich an den Haaren zieht, habe ich zu ihm gesagt, Digga, bist du ein Mädchen oder was? Hör mal auf. Und direkt hat er aufgehört. So, ich glaube, mit seiner Würde, dies, das, Ausländer, Haare ziehen, Digga, ist peinlich. Ich habe gesagt, ehrlich, bist du ein Mädchen oder was? Er hat dann komplett aufgehört, aber langsam bin ich dann aggressiver geworden. Es ist halt so, bei mir, ich habe ein sehr hohes Toleranzverhalten, so was Gewalt, dies, das angeht, aber irgendwann ist so ein Punkt erreicht, da ist bei mir vorbei, dass ich sage, ey, du hast so viele Chancen gehabt, es ist vorbei, aber zu dem Moment kommen wir noch, Leute. Danach, er hat um sich getreten, hat jeden geboxt. Ich habe auch, glaube ich, einen Tritt in den Bauch bekommen. Aber ich habe da vorher auch schon eine von ihm so auf nebenbei und dann noch an den Haaren gezogen. Es war dann nämlich irgendwann so, dass er so in den Bauch gekickt hat, er in seinem Abteil war und wir im unseren. Und ich dann ganz gut so halten konnte, dass die nicht mehr aufeinander losgehen. So. Bloß die Sache war dann die, wir sind angekommen an der großen Haltestelle und sind dann alle ausgestiegen. Ich habe zu ihm gesagt, Digga, verpiss dich, steig nicht aus, geh einfach weg jetzt, hör auf mit der Scheiße, bleib einfach drin und fahr woanders hin. Der Typ, zack, rennt raus aus der Bahn, also der Kollege ist hinten rausgerannt und er ist auch aus der Bahn raus, sind wir in dieser riesen S-Bahn-Station, die mitten zentral ist, dann ging das Ganze da weiter. Da war irgendwann mein Toleranzlevel komplett over. Ich sage euch ehrlich, der Typ, er wollte es nicht verstehen. Ich habe ihn bestimmt 5-mal aufmerksam darauf gemacht, Digga, verzieh dich. Und dieser Mann, ich kann euch ehrlich sagen, der war 28, 30 und das Lustige an der Geschichte, ich habe den heute in der Bahn wieder gesehen, deswegen komme ich überhaupt auf diese Geschichte zu sprechen. Wir sind raus, die Kollegen wieder aufeinander zugerannt und wieder gekaddelt und haben sich da großflächig geboxt und gekaddelt auf dem Boden. Die waren richtig verhakt ineinander. So, dann waren die beiden gekaddelt am Boden, waren irgendwie ein bisschen aufrechter so, wollten gerade aufstehen, dies, das, und dann ist bei mir ehrlich was geplatzt. Ich weiß nicht, inwiefern das auch gerechtfertigt war oder inwiefern nicht, das könnt ihr jetzt für euch entscheiden, aber ich habe dem 2 Bomben der Vergeltung gegeben. Ich,
Ihr denkt jetzt so, ey, was labert der Junge, guckt ihn euch an. Ich sag euch ehrlich, ich hab den zwei richtig dicke Bomben komplett aggressiv hierhin geballert. Komplett bam, bam, zwei Stück. Die Sache ist jetzt tief, ich will auch gar nicht weiter ausschmücken, was dann, wie es dann noch passiert ist. Ich kann euch sagen, der war sehr benebelt, der war fast schon für ein paar Sekunden weg. Währenddessen müsst ihr auch wissen, das ist eine der größten Stationen in Berlin. Dort waren bestimmt 10 Passanten. Beide S-Bahnen haben aufgehört zu stoppen und irgendein Alarmknopf wurde gedrückt. Die Leute haben rumgeschrien währenddessen, ey, Schnee, hört auf! Aber niemand hat was gemacht. Stimmt, das muss ich noch dazu sagen. Da waren so viele Menschen und niemand hat was gemacht. Bis ich dann zu dem Punkt kam, ich kann nicht mehr, Digga, bei mir ist geplatzt. Den zwei Bomben gegeben, dann war es erst vorbei. Er steht auf und ist in dieser Menschenmasse verschwunden und ich habe nur noch gesehen, wie er dann geguckt hat und alles geblutet hat, seine komplette Nase war ein bisschen krumm, komplette Nase hat geblutet, er hat hier unten raus geblutet und sein Auge war so. Ich habe dann gesagt, Jungs, wir müssen weg, so, dies, das, wir sind hochgelaufen, sind geflüchtet und wir hatten richtig Glück, denn wir sind gerade aus der Station raus, es war draußen schon Blaulicht des Counts, es war Rettungswagen da, es waren bestimmt 3-4 Polizeiautos da und die sind gerade rübergerannt zu der S-Bahn-Station, während wir rausgehuscht sind und wir haben gesehen, wie die alles zugestellt haben und von allen Seiten diese Station zugemacht haben und wir sind noch draußen gewesen. Wir hatten übelst Glück gehabt, dass wir da rausgekommen sind aus dieser Nummer. Ich habe mich danach ehrlich schlecht gefühlt. Ich kann an der Stelle auf jeden Fall einfach nur sagen, bei so einer Scheiße, ihr tragt immer was davon. Wenn ihr denkt, ihr seid jetzt cool oder, boah, ich habe jemanden geboxt, dies, das. Das Letzte, was man dort fühlen sollte, ist, dass man sich cool fühlt oder stark oder sonst irgendwas. Meidet komplett diese Sachen. Haltet euch da komplett raus. Ich bin immer jemand, der versucht zu schlichten. Ich habe eine halbe Stunde versucht, auf diesen Menschen normal einzureden und er hat immer weiter gemacht. Ich kann sagen, danach sind wir noch in ganz Berlin rumgelaufen, weil wirklich bestimmt 10 bis 20 Autos haben geguckt, wo sind die, dies, das. Die haben uns wirklich gesucht und wir sind da rumgelaufen und haben uns versteckt. So. Und dann war irgendwann der Moment, wo ein Polizeiauto uns anscheinend gesehen hat, uns langsam hinterhergefahren ist. Wir dann aber über so eine Wiese gerannt sind, wo das Auto nicht reinfahren konnte. Wir uns dann aufgeteilt haben, wir alle in eine verschiedene Richtung gegangen sind, uns in die S-Bahn gesetzt haben und dann heil nach Hause gekommen sind. Ja, ich weiß nicht, inwiefern es schlau ist, diese Geschichte zu erzählen, aber ich habe heute diesen Mann in der Bahn gesehen und das war wirklich eine kranke Sache. Ich sitze mit meinem Kollegen in der Bahn, gucke gegenüber und sehe die Person, die ich damals geboxt habe und er guckt mich an, wir gucken uns beide an, bei mir direkt so Herz, so, wer ist das hier, ich kenne den so. Bei ihm war direkt so, er wusste direkt, wer ich bin, er hat keine Sekunde nachgedacht, er wusste direkt, er hat mich gesehen, hat mich direkt so angeguckt. Dann war es so, ich habe meinem Kollegen das gesagt, dann ist er aufgestanden, ich dachte schon, okay Jungs, jetzt geht's los. Ich dachte ehrlich, jetzt passiert noch was, der ist aufgestanden, ich habe gewartet darauf, der steht neben mir auf und läuft dann aus der Bahn raus. Ich dachte immer noch, bis die Bahn nicht zu war, irgendwas passiert jetzt noch, keine Ahnung, vielleicht zieht er ein Messer, vielleicht ruft er seine Jungs, vielleicht kommen die gleich zu fünft in den Wagen rein. Alles ist nicht passiert, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich, Leute, ihr seht immer die Leute zweimal im Leben. Egal, was für eine Scheiße, wie cool ihr euch fühlt, wenn ihr besoffen seid, lasst es einfach. Es gibt gezielt Menschen, die einfach nach Stress suchen und geht diesen Menschen aus dem Weg. Ich bin eine Person, die lässt sich nicht einschüchtern. Wisst ihr, es gibt Menschen, die laufen rum und suchen gezielt Stress und suchen sich die Person aus, die nicht auf den Boden guckt. Aber ich bin eine Person, ich lasse mich nicht einschüchtern. Wisst ihr, da steht mir jemand gegenüber und der sucht gezielt Stress und was guckst du so? Wisst ihr, dann bin ich jemand, da frage ich mich, was ist los mit dem? Warum macht ihr das? Aber ich kann euch sagen, habt dort keinen falschen Stolz so. Beißt euch da auf die Zunge, sagt nichts Falsches, sagt, ja, komm, entspann dich. Geh weiter oder ihr geht selbst weg. Geht dieser ganzen Scheiße aus dem Weg. Ich sag euch, ihr gewinnt nie. Selbst wenn ihr den komplett die Fresse einhaut, den komplett fertig macht, was habt ihr danach gewonnen? Ich habe einmal einen aufs Auge bekommen. Seitdem hat mein Auge eine Zeit lang ein bisschen nach innen geguckt. So. Die Sachen, die ihr daran verlieren könnt, sind viel größer als diese kleine Eierpusher, dass ihr ein bisschen stärker seid als jemand anders. Ihr könnt nur verlieren. Geht dieser Scheiße komplett aus dem Weg. Das ist noch diese kleine These, die ich euch mit dranhängen wollte, die mir nachhinein noch eingefallen ist. Ich hoffe, ihr macht sowas nicht. Ja, das war's soweit zu der Story. Ich weiß nicht, was ich euch noch erzählen kann. Es war eine heftige Story. Ich war noch nicht lange in Berlin und es war das erste Mal, als ich ein bisschen was getrunken habe und direkt ist sowas passiert an einem Geburtstag von einem guten Kumpel. War schon eine heftige Erfahrung, will ich aber nicht mehr erleben so. Ich hoffe, Leute, euch hat dieses Video insofern gefallen und ihr, ja, enjoyed so Real-Life-Stories. Ich kann euch gerne mehr davon erzählen, wenn ihr noch was wissen wollt. Ich habe noch viele Stories auf Lager, auch das zweite Mal, als ich besoffen war in Berlin, als wir im Club waren und ich da mit einem Mädchen, Leute, ciao. Kann ich euch auch noch erzählen. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ihr habt auch den Sinn meines Videos jetzt verstanden. Und ich hoffe, ihr liked das Video, wenn ihr genauso gehandelt hättet oder wenn ihr anders gehandelt hättet. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ein Abonnement würde ich mich gerne drüber freuen, Leute, denn wir sind auf dem Weg zu den 100k. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Und...